Seid gegrüßt, Champion. Tja, den Wachen scheint das relativ egal zu sein. Der Thronsaal des Vicomte wurde nach seinem Tod verriegelt. Ein seltsamer Ort für eine heilige Schwester. Den haben wir jetzt mal einfach geöffnet. Jetzt fürchtet uns also sogar die Göttliche. Das sollte sie auch. Tötet die Spione! Spione? Habe ich was verpasst? Ach, na super. Dämonen. Was kommt jetzt als nächstes? Drachen? Ich scheine fest zu stecken. Meine einzige Sorge ist, dass ich die Pfeile ausschüttel. Oh, das hat Spaß gemacht. Ha! Bringen wir es zu Ende. Aber es war nicht mein. Die Resolutionisten. Ich hätte wissen müssen, dass sie damit zu tun haben. Seid ihr Schwester Nightingale? Die bin ich. Ihr könnt mich aber auch Liliana nennen. Die Göttliche hat mich entsandt, um die Möglichkeit einer Rebellion hier in Kirkwall zu untersuchen. Ohne die Wache darüber zu informieren, natürlich. Es ist eine ungewöhnliche Situation. Und ich habe ein wenig Erfahrung damit. Die Liliana? Die an der Seite des Helden von Ferelden gegen den Erzdämon gekämpft hat? Ah, ich sehe schon. So nah an der Grenze nach Ferelden wird es schwieriger sein, anonym zu bleiben. Ja, ich kannte den Helden von Ferelden. Ihr habt vielleicht die Lieder gehört, die ich über unsere gemeinsame Zeit geschrieben habe. Doch das ist viele Jahre her. Aha. Ich arbeite jetzt für die Göttliche, in Orlais. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal in diesen Teil von Thedas zurückkehren würde. Wer sind die Resolutionisten? Ein Zweig einer Bruderschaft innerhalb des Zirkels der Magi. Es gab schon immer Gruppierungen, die die Freiheit von der Kirche und die Abschaffung des Zirkels unterstützten. Und wir haben sie toleriert. Die Resolutionisten haben sich jedoch der Gewalt zugewandt. Höchstwahrscheinlich stecken sie hinter den Unruhen hier. Ich danke euch, dass ihr vorhin eingegriffen habt. Das war selbstverständlich. Aber da sie euch für mich gehalten haben, müssen sie wissen, dass ich in Kirkwall bin. Die Göttliche hat schon seit langem den Verdacht, dass die Probleme Kirkwalls von einer auswärtigen Gruppierung angefacht wurden. Dieser Angriff beweist, dass sie recht hat. Wollt ihr damit sagen, dass ihr das alles eingefädelt habt? Ich habe durchsickern lassen, dass ein Gesandter der Göttlichen eintreffen würde, um die Schwierigkeiten mit den Magiern zu untersuchen. Was sie verurteilt, ist die Reaktion, zu der sie sich entschlossen haben. Von ein paar kleineren Problemen mal abgesehen, hat die oberste Klerikerin Elthina alles unter Kontrolle. Das schwöre ich euch. Und Provokationen sind auch nicht besonders hilfreich. Die göttliche Justinia nimmt die Situation ausgesprochen ernst. Sie ist der Überzeugung, dass dies die schlimmste Bedrohung für Thedas seit der Invasion der Kunari ist. Eine Handvoll Abtrünniger? Wie sollte das denn? Die ganze Welt blickt auf Kirkwall. Wenn die Stadt der Magie zum Opfer fällt, ist keiner von uns mehr sicher. Sagt Elthina, sie soll fortgehen. In der großen Kathedrale in Orlais wird man ihr Zuflucht gewähren. Sie ist hier nicht mehr sicher. Diese Magier sind völlig außer Kontrolle. Das eher weniger. So. Oh, hier liegt sogar noch ein Becher rum. Hm,
Robe. So, mehr Angriff. Ui, die ist ein Stück besser als unsere. Sieht aber genauso aus. Juwel des Äthers. So, eine Willenskraft. ...42 Gesundheit, 9% Magieresistenz. Kann als Magier ja auch nicht schaden, wenn man sowas hat. Warum hat er jetzt seine Waffe gezogen? Es war sehr tapfer, zurückzukommen und sich den Kunari zu stellen. Es war idiotisch, sie hätten mich getötet. Trotzdem seid ihr zurückgekommen. Ihr konntet den Gedanken nicht ertragen, dass so viele Unschuldige sterben sollten, obwohl ihr es verhindern konntet. Erzählt das dem Vicomte. Schon erschreckend, nicht wahr? Wenn man erkennt, dass in einem ein besserer Mensch schlummert. Oh. Da hat Sebastian ja das richtige Futter gefunden. Um diese Tageszeit ist die Oberstadt einfach wunderbar. Ach ja, so total. Aber dass hier nichts mehr dran steht an der Anschlagtafel des Kantors, wozu gibt's die dann überhaupt noch, wenn da nie was dran steht? Hat Kirk wohl so wenig Probleme, oder was? Der Gedanke lässt mich schaudern, dass die Göttliche eine... Ihr beobachtet mich schon den ganzen Tag. Es wird langsam ein wenig verwirrend. Meryl hat recht. Eure Rüstung glänzt wirklich. Ich spiegele mich darin, seht nur. Mist. Oh Mist. Ist das eine Falte? Ist das eine Falte zwischen meinen Augenbrauen? Ich sehe keine... Haltet still! Oh Mann. Was haltet ihr von einer kleinen Reise nach Orlais? Die große Kathedrale soll zu dieser Jahreszeit atemberaubend sein. Wie bitte? Ihr hattet recht. Die Göttliche wird gegen Kirkwall vorgehen. Auf welche Weise hat die Schwester jedoch nicht gesagt. Ihr müsst die heiligen Reliquien aus der Kirche mitnehmen und euch in Sicherheit bringen. Sebastian, ihr überrascht mich. Andraste würde es mir wohl kaum danken, wenn ich auf Kosten der Leben anderer ein paar staubige Fingerknochen und meine eigene Haut rette. Ihr bewahrt hier Tote auf? Die Kirche von Kirkwall wacht seit mehr als 800 Jahren über die sterblichen Überreste der Märtyrerin Deverina. Sie müssen bewahrt werden. Als ich oberste Klerikerin wurde, habe ich den Bewohnern Kirkwalls und der Freien Marschen gegenüber einen Eid abgelegt. Ich werde meine Herde nicht im Stich lassen. Ihr würdet tatsächlich euer Leben opfern? Es gibt keine größere Hingabe, als sein Leben in die Hände des Erbauers zu legen. Und es gibt keinen besseren Tod, als für einen anderen zu sterben. Dieses Zitat hört man aber nicht besonders oft, oder? Bitte, Euer Gnaden. Schwester Nightingale glaubt, dass es zu einem Krieg kommen wird. Dann muss ich Frieden schaffen. Beruhigt euch, Sebastian. Mir droht keine Gefahr. Ich bin die oberste Klerikerin. Wer würde es schon wagen, mich anzugreifen? Wenn ihr euch nicht selbst schützen wollt, werde ich euer Schild sein. Ihr werdet das alles wohlbehalten überstehen. Das schwöre ich im Namen des Erbauers. Was haltet ihr von einer kleinen Reise Mensch, nach Orlais? Andraste würde es mir... Es gibt keine... So. Haben wir eben den zweiten Dialog übersprungen. Wenn Athena Kirkwall nicht verlässt, tue ich es auch nicht. Ich kann sie nicht verlassen, wenn die Gesandte der Göttlichen sie zum Gehen gedrängt hat. Wie viel Schaden können ein paar Dutzend wütende Magier schon anrichten? Genau das ist das Problem, nicht wahr? Weitaus mehr als ich. Aber wenn diese Malefikare gegen die Kommandantin rebellieren, stellt sich Athena dazwischen und wird in Stücke gerissen.
Ich muss versuchen, sie zur Vernunft zu bringen. Das kann kein gutes Ende nehmen. Och Mensch, ey. Ich kann diese Doppeldialoge. Die Gesandte der Göttlichen sie zum Gehen gedrängt. So, hast du noch was? Auf der Sache. Ich gebe das alles auf. Ich habe vor der Kirche ein Gelübde abgelegt und es war falsch, ihr den Rücken zuzukehren. Sebastian, hört euch selbst zu. Ihr seid gerade ebenso unbeherrscht wie an dem Tag, als ihr uns verlassen habt. Glaubt ihr, der Erbauer will ein weiteres rasch abgelegtes Gelübde, das ihr erneut brecht, wenn die nächste Leidenschaft euch packt? Ich werde nie... Es ist euer Leben. Vergeudet es nicht damit, euch herumwehen zu lassen wie eine Fahne im Wind. Aber da ist Hawk. Vielleicht könnt ihr ihn ja zur Vernunft bringen. Ich glaube, Vernunft gehört nicht gerade zu meinen Stärken. Wie lange hat sie auf mich eingeredet, ich möge doch zur Kirche zurückkehren. Und jetzt, wo ich es will, nimmt sie mich nicht auf. Es war ein Fehler, mein Gelübde gegenüber der Kirche zu brechen. Ich habe mich gegen den Erbauer gestellt. Und wofür? Warum sollte ich über Starkhaven herrschen und mich den Rest meines Lebens mit Schakalen wie Lady Harriman herumschlagen wollen? Seht ihr euch selbst als Prinz oder als Priester? Genau zur Beantwortung dieser Frage habe ich um Beistand gebetet. Wenn ich daran denke, nach Starkhaven zu gehen, mit Verbündeten wie Flora Harriman und den ganzen korrupten, hinterhältigen Adel, dann kann ich vor Grauen kaum noch atmen. Aber wenn ich daran denke, zu bleiben, erfüllt mich Friede. Wenn ihr aufgebt, was geschieht dann? Dann muss ich Elsina davon überzeugen, dass mein Bekenntnis ernst gemeint ist. Ich bleibe hier und vertrete die Interessen des Erbauers, wie sie es für richtig hält. Wenn man ein Prinz ist, knien diese Schakale vor einem nieder und bezahlen Steuern. Ich bin nicht hochmütig genug, um anzunehmen, dass es für das einfache Volk von Belang ist, wer es regiert. Kirkwall kommt auch ganz gut zurecht, ohne dass jemand auf dem Stuhl des Vicomte sitzt. Jemand wird die Zügel an sich nehmen. Die Felder werden bepflanzt, die Ernten eingebracht. Niemand wird bemerken, dass noch ein Vale lebt, aber nicht da ist. Und ich kann mich den Plänen des Erbauers für Thedas widmen. Es ist klug zu bleiben. Niemand traut einem Mann, der seinen Schwur bricht. Ich kann nicht nach Starkhaven zurückkehren und mein Volk in einen Krieg stürzen, ohne ein klares Zeichen, dass der Erbauer es so will. Ich gebe das alles. Mensch, ey. Aber da ist Hawk. Warum sollte ich über Starkhaven herrschen und mich den Rest... Wenn man ein Prinz ist... Ich bin nicht... Niemand wird bemerken, dass... So. Hat er noch was? Ja. Hawk sollte es machen. Kirkwall braucht einen Vicomte. Habt ihr ihn gefragt? Immerhin ist es doch Hawks Entscheidung. Ich habe es bei meinen Eltern in Starkhaven gesehen. In guten Zeiten lenkt sich die Stadt selbst. Jahre könnten vergehen, ohne dass jemand wüsste, wer gerade Prinz ist. Aber wenn eine Hungersnot kommt oder ein Krieg, dann blickt das Volk auf zu seinem Herrscher. Und wen außer Hawk hat Kirkwall schon? Dieses Gespräch solltet wohl besser nur ihr beide führen. Ihr wollt, dass ich Vicomte werde? Andraste hat gesagt, der Erbauer ist König im Himmel, aber es obliegt den Königen von Thedas, seinen weltlichen Ruhm nachzubilden. Darüber denke ich oft nach. Wer dient dem Erbauer mehr? Ein Bruder des Glaubens oder ein Prinz, der eine ganze Stadt lenken kann? Ihr werdet nie erfahren, was die richtige Entscheidung ist. Also könnt ihr sie auch einfach so treffen. Athena riskiert ihr Leben, indem sie bei ihrer Herde bleibt. Könnte ich das auch tun? Mein Leben in Starkhaven liegt 15 Jahre zurück. Das dortige Volk ist für mich nur eine Erinnerung. Kirkwall, die Kirche, das ist real. Dort gehöre ich hin. Ihr seid ein Mann des Glaubens, Sebastian. Ihr hättet die Politik gehasst. Ihr habt vermutlich recht. Stiefelleckende Adelige und nörgelnde Bauern. Ich hätte sie alle zur Buße verurteilt. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr mir zuhört. Ihr wart ein guter Freund, Hawk. Ich bleibe wegen euch, genau wie wegen ihrer Gnaden. Hawk sollte es machen. Mann, eine Fresse, ey. Darüber denke ich oft nach. Wer dient... Kirkwall, die Kirche. Diese Doppeldialoge können ihnen wirklich auf den Keks gehen. Na
möge der Blick des Erbauers auf euch ruhen. Ja.